Daniel hat mehrfach darauf hingewiesen, der Preis ist nicht angehoben worden in den letzten 4 Jahren. Daniel hätte es gut und gerne tun können. Ja, die Rohstoffpreise sind gestiegen, alles ist teurer geworden, aber nicht der Mountain of Hope. Nein. Vor 4 Jahren 179 Euro, jetzt war er 4 Jahre nicht mehr verfügbar. Jetzt ist er wieder verfügbar und er kostet immer noch nur 179 Euro. Und wenn Sie ihn einmal gekauft haben, wenn er einmal bei Ihnen in der Wohnung steht, dann wird er jeden Tag seine Leistung bringen. Genau. Und wie gesagt, der frisst auch kein Trockenbrot, der kostet keine Grundgebühr, nicht, sondern man kauft ihn einmal und er arbeitet für Sie ein Leben lang, liebe Zuschauer. Das heißt, der macht da keine Pause, der fährt nicht in den Urlaub. Und das Tolle ist ja, wir haben ja gerade über das Space Clearing geredet. Mhm. 500 Euro ist ein humaner, ganz normaler Preis. Ich kenne auch Reinigungen, die gehen pro Quadratmeter. Mhm. Da sind schon Summen gefallen von 800, 1500 Euro, 2000 Euro. Sage ich Ihnen ganz ehrlich, sind ganz normale Marktpreise für so eine Reinigung. Aber das ist einmal. Ich meine, Sie putzen hoffentlich Ihre Wohnung auch öfters als wie einmal. Und genauso müssen eigentlich die Fremdenergien auch mehr als wie nur einmal weggemacht werden. Das ist so. Und der Mountain of Hope, der macht es jeden Tag. Und dann gucken Sie sich den Preis an. Mehr sage ich nicht. Jetzt haben wir über Menschen gesprochen, die zu uns in die Wohnung kommen, die negative Energien mitbringen oder Flüche oder Wut oder Hass oder andere negative Dinge. Was ist denn jetzt mit Gegenständen, denn die mit in die Wohnung gebracht werden, entweder von uns selber oder von Besuchern, die negativ programmiert oder belegt sind? Ja, und da muss ich dir jetzt eins erzählen oder muss ich Ihnen, liebe Zuschauer, auch etwas erzählen. Ich hatte eine Kundin, das war... Also die war verheiratet und die ist so auf so Märkten, Antiquitäten und hat sich so eine schöne Bauern-Truhe gefunden. Mhm. Und die hat sie nach Hause gestellt und ihr Mann hat gesagt, oh Gott, was hast du jetzt schon wieder gekauft, was hast du da schon wieder gefunden? Und sie fand die total schön und die hat auch ins Esszimmer wunderbar gepasst, hat zum Stil gepasst. Aber seit dass diese Truhe bei ihr war, war nichts mehr so, wie es vorher war. Die elektrischen Geräte gingen kaputt, der Fernseher ging kaputt. Man hat wirklich etwas Negatives gefühlt, eine negative Energie in diesem Raum. Und sie hat mich damals kontaktiert, da habe ich gesagt, ich spüre bei dir eine Fremdenergie. Was hast du denn, ich sag mal, ins Haus gebracht? Hast du irgendwas gekauft? Oder seit wann ist dieses Problem? Dann sagt sie, ja, ich habe was gekauft und das ist auch erst seit kurzem. Und dann sind wir auf diese Truhe gekommen. Die habe ich dann auch mit der Hellsicht gesehen, habe gesagt, die hat so was Blaues am Ende. Hat sie gesagt, genau, das ist die Truhe. Dann hat sie damals den Berg der Hoffnung in die Truhe hineingestellt. Also sie hat sich den erst bestellt, sie hatte ihn nicht. Ja. Dann hat sie den Berg der Hoffnung, als sie ihn bekommen hat, in die Truhe hineingetan, hat den Deckel der Truhe zugemacht und ein elektrisches Gerät hat wieder funktioniert. Mhm. Die anderen waren schon kaputt und das Problem war beseitigt. Verrückt. Also mir war das auch nicht klar, dass auch Gegenstände so mit Flüchen belegt sein können oder negativ belastet natürlich sein können. Und deswegen müssen Sie aufpassen, liebe Zuschauer, wenn Sie Teddy sammeln, wenn Sie Puppen sammeln. Sie wissen ja nicht, wo waren die vorher, in was für ein Haushalt waren die? War da vielleicht immer ein Ehestreit? Ist da jemand gestorben da drin? Ist da vielleicht eine Seele, die nicht zur Ruhe kommt? Bei all diesen Problematiken ist der Berg der Hoffnung unsere Hoffnung, unsere Rettung vor negativen Energien, vor Verfluchungen, vor Implantaten und negativen Energien. Oh, jetzt haben wir den ganz schön gesehen, von unten bis oben. Darf ich die Regie bitten, das einfach nochmal zu machen? Genau, super. Vielleicht gehen wir es mal der Reihenfolge nach durch. Also unten, im unteren Bereich dieses Mountain of Hope, haben wir einen schwarzen Sockel. Auf der Vorderseite sind noch die Diamonds of Eternity. Das gibt also einen Hinweis auf die Serie, aus der der Mountain of Hope entstammt, von der Daniel Kreibich Kollektion. Aber dieser Sockel, der ist nicht nur für schön, sondern der kann auch was. Der hat auch gleich eine Funktion. Ne? Wir haben hier die Erlösungsenergie und wir haben hier die Cluster-Technologie. Und das ermöglicht einfach diese ganz schnelle Reinigung. Also das ist wirklich eine Revolution. Es gab noch nie ein spirituelles Produkt, was so schnell Resultate abliefern kann. Ja, wir kennen alle Clearings, wir kennen alle Aura-Reinigungen. Das sind Rituale, das sind Zelebrationen, die dauern eine gewisse Zeit. Und wenn wir durch die Haustüre durchgehen, liebe Zuschauer, das ist ja etwas, was innerhalb von Bruchteil von Sekunden passiert, ja, maximal Sekunden, liebe Zuschauer. Und Sie wollen ja Ihr Türverhalten nicht verändern. Das heißt, Sie gehen in der ganz normalen Geschwindigkeit, wie Sie immer durch die Tür gegangen sind, aber
Der Mountain of Hope hat gearbeitet. Auf dem Bild sieht man es super. Schauen Sie mal. Der schwarze Mann, ja, der hier reingeht, das kann auch eine Frau oder ein Kind sein, das kann auch vielleicht ein Tier sogar sein. Oder ein Gegenstand. Ja? Oder ein Gegenstand. Der hat oder sie hat oder es hat Stress, Wut, Hass, Flüche oder andere negative Programmierungen in sich. Und geht durch die Tür und wenn Sie keinen Mountain of Hope haben, bringt er diese ganzen negativen Programmierungen mit in Ihre Wohnung, genau. In Ihr Heiligstes, in Ihr Zuhause, wo Sie sich eigentlich wohlfühlen und regenerieren sollen und wollen. Und dann kommt es wieder zu Streitigkeiten, zu Missgunst, zu schlechten Gesprächen. Also es gibt ja manchmal so, manchmal ist man auch zu Gast bei fremden Leuten und kommt hin und dann, auch wenn man die noch nicht so gut kennt, und dann merkt man gleich, was da für ein Tonus herrscht in der Familie. Ja. Und wenn man hört, wie reden die mit ihren Kindern, wie reden die untereinander, die Eheleute zum Beispiel, da weiß ich sofort, entweder, ach, ist das eine schöne Familie. Guck mal, das ist super bei denen, die gehen liebevoll miteinander um, die mögen sich, die sprechen respektvoll miteinander. Oder genau das Gegenteil. Ich komme wo rein und dann höre ich irgendwie, oje, wie redet denn der mit seinen Kindern oder mit seiner Frau oder sie mit dem Mann der oder wie auch immer. Der willst du gleich wieder gehen, ne? Ja, vor allen Dingen muss ich mir dann immer auf die Zunge beißen, dass ich da nicht eingreife, dass ich da nicht sage, so geht das aber nicht, weil ich denke mir da immer, das geht mir nichts an, ich darf da jetzt nichts dazu sagen. Aber denken darf ich mir meinen Teil. So, und wenn Sie auch solche Beobachtungen gemacht haben, wenn Sie sagen, aber sowas will ich in meiner Familie, in meinem Haus, in meiner Wohnung gar nicht haben. Bei mir soll es immer schön sein, es soll gut sein, es sollen gute Schwingungen sein, gute Energien vorherrschend sein. Dann müssen Sie was dafür tun, weil auch wenn es bei Ihnen schon super ist, weil Sie vielleicht den Ring ja schon tragen, den Bodyguard-Ring oder den Secret of Money Ring, es kommen fremde Leute zu Ihnen rein, die haben den Ring nicht, die kennen das alles nicht, ja, die wissen nicht, was los ist. Und die bringen dann die negativen Energien rein. Und ich möchte nochmal auf die Grafik gehen, liebe Zuschauer. Was für einen Ehemann oder was für eine Partnerin wollen Sie? Wollen Sie, dass Ihr Mann so nach Hause kommt? Soll er so durch die Tür gehen? Soll er mit Stress, Wut, Hass und Flüchen hineinkommen? Vielleicht dann gleich heute Abend noch den Abend versauen, dass wieder Streit kommt, dass eine Ehekrise kommt? Oder soll der Partner so hineinkommen? Befreit, erlöst, geklärt. Wenn wir es hier noch mal ganz kurz angucken, wir sehen auch hier die Herzen, wir sehen das Glück. So wollen wir doch, dass der Partner zurückkommt und nicht so. Ja, ich lese an der Stelle noch mal das vor, was, vielleicht können Sie mitlesen. Schauen Sie mal, ich versuche das mal so, genau. Die Anwendung. Dieses Booklet kommt übrigens auch mit zu Ihnen nach Hause, richtig, wenn Sie das bestellen. Ich lese es Ihnen mal vor, falls Sie es nicht gut sehen können. Hoffentlich kann ich es jetzt gut sehen. Jetzt nicht mehr. Ja, jetzt nicht mehr. Ja. Danke, liebe Regie. So, also, es geht um die Gegenwart, die Zukunft und auch um die Vergangenheit. Also, belastende Schwingungsinformationen, die bereits im Raum stehen. Das ist Gegenwart und Zukunft. Es geht um Emotionen wie zum Beispiel Wut, Frust, Angst, Sorgen und Aggressionen. Das ist das, Daniel, worüber wir gesprochen haben. Stimmungsschwingungen von Unzufriedenheit, Wut, Hass und Streit. Es geht um Fremdenergien und Verfluchungen. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht mal so viel gesprochen. Mhm. Verfluchungen, also was genau ist in der heutigen Zeit in unserer Gegend unter Verfluchung zu verstehen? Also das können wirklich, ich sag mal nur, dass uns jemand neidisch, eifersüchtig ist sein. Aber es können natürlich auch Rituale sein, wie Voodoo, schwarze Magie zum Beispiel. Also auch das gibt es tatsächlich. Es gibt zwar viele, die es einfach nur sagen, dass sie es können, aber gar nicht wirklich können. Mhm. Aber es gibt auch durchaus Menschen, die diese Fähigkeiten haben und dadurch auch andere Menschen Schaden zufügen können. Mhm. Aber den Sehtest hast du bestanden. Ich würde aber auch sagen, na, ich sehe wie ein Lux. So kleingedruckt, 7 Meter entfernt. Weiter geht's. Belastende Schwingungsinformationen, die durch Besucher mitgebracht werden können. Das ist das, was ich gesagt habe. Wenn fremde Menschen reinkommen, die wir gar nicht kennen oder die wir nur flüchtig kennen. Und das weiß ist ich wichtig, nicht. Wenn Sie zum Beispiel selbstständig sind, vielleicht haben Sie eine spirituelle Beratungspraxis, haben ein Kosmetikstudio, vielleicht sind Sie Podologin, Fußpflegerin, ja, das sind ja alles Menschen, die kommen zu Ihnen und Sie wissen gar nicht, was haben die eigentlich für eine Energie? Sind die positiv, sind die negativ, ja? Diese Menschen kommen ja zu Ihnen, weil sie ein Problem, weil sie Sorgen haben, vielleicht auch negative Energien haben und das sind jetzt nicht mehr Ihre Sorgen, denn der Mountain of Hope ist die energetische Waschstraße, das heißt, bevor Ihre Kunden überhaupt in Ihrer Praxis drin sind, sind die schon gereinigt. Und was gibt's denn bitte Genialeres als das?
Dann schauen wir auch auf die Vergangenheit. Also wir haben es ja gesagt, gerade beim Thema Wohnung, Mietwohnung zum Beispiel, wenn wir neu einziehen, klar putzen wir die Mietwohnung. Wir machen das einmal auf neu, drehen alles von links auf rechts und bringen unsere eigenen Möbel mit. Aber oder renovieren zum was Beispiel da auch. Ja. drin passiert ist in diesen vier Wänden, bevor wir da eingezogen sind, das wissen wir doch nicht. In der Regel kennen wir die Vormieter nicht oder die Vorvormieter. Wir wissen nicht, hat es da Lug und Trug gegeben, hat es da Schlägereien gegeben, hat es da Streit gegeben, hat es da Kriminalität gegeben, ist vielleicht im schlimmsten Fall sogar jemand in dieser Wohnung zu Tode gekommen, sei es auf natürlichem oder auf kriminellen Weg. Ja, und wenn auf natürlichem Weg, also sprich aus Altersgründen ist jemand verstorben, kann es ja sein, dass die Seele noch festhängt in diesem Bereich. Das kann ja alles sein, ja. Und wir wollen natürlich, dass wir in eine unbelastete Wohnung gehen, auch in eine spirituell reine Wohnung gehen. Und die ist nicht von Hause aus rein, die Wohnung. Die müssen wir schon reinigen. Die Wohnung ist selbst ja, ein Neubau ist nicht rein, weil es hat ja jemand gebaut. Ah ja, und? Da kann auch was passiert sein. Aha. Da kann auch Kriminalität passiert sein. Stimmt. Oder jemand ist heruntergefallen. Habe ich so noch gar nicht gesehen. In Spanien ist, glaube ich, ein Hotel gebaut worden. Da sind auch welche zu Tode gekommen sogar. Ja, aber hör mal, gut, dass du das jetzt sagst. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin viel in Hotels unterwegs, da müsste ich den eigentlich mit dabei haben und im Hotelzimmer aufbauen. Das ist meiner aus dem Koffer. Ich habe den ja vorher vom Hotel geholt, weil wir hatten nur einen hier. Ja, weil sie so selten sind. Ich nehme den mit. Ja, aber ich verstehe das total. Gerade ein Hotelzimmer, da gibt es ja eine unheimlich hohe Fluktuation. Da ist ja im Grunde fast jeden Tag oder jeden zweiten Tag schon eine andere Energie drin. Das kann uns ja unheimlich beeinflussen. Ja, das ist auch der Grund, warum ich Hotels eigentlich nicht so mag. Aber wie gesagt, mit dem Berg der Hoffnung hält man es aus. Ja, genau. Also am besten einen für zu Hause und einen Reiseberg der Hoffnung. Ja, also das bin ich kein Einzelfall, das machen viele Kunden. Diese Kundin, was vorher angerufen hat, die macht das auch. Die nimmt den auch immer mit. Immer dabei. Wenn Sie ihn haben wollen, die Artikelnummer ist die DK8888 und der Preis 179 Euro. Denken Sie mal ganz kurz drüber nach, wäre das was für Sie? Würde so ein Mountain of Hope noch in Ihr Zuhause passen? Könnten Sie ihn neben der Tür, neben der Eingangstür aufstellen, sei es jetzt am Boden oder in der Vitrine? In der Vitrine, auf dem Sideboard. Mode. Vielleicht haben Sie ein Telefontischchen, daneben können Sie es stellen. Und es gibt auch, da möchte ich noch mal drauf eingehen, es gibt ja auch Menschen, die sagen, kann ich den auch verstecken? Weil ich möchte nicht, dass mein Mann das mitbekommt. Ich möchte nicht, dass sich jemand weiß, dass ich was Spirituelles habe zum Beispiel. Ja, Sie können ihn auch verstecken. Das heißt, Sie können den auch irgendwo in den Schrank hineintun, in der Nähe der Tür. Es funktioniert dann immer noch. Eine Wohnung darf bis zu 100 Quadratmeter groß sein, dass er noch funktioniert oder seine volle Wirkung ausbreiten kann. Sollten Sie eine größere Wohnung oder ein größeres Haus dann haben, mit mehr als 100 Quadratmeter, dann entsprechend mehr, also zwei oder halt, gut, wenn Sie eine Villa haben, Dann beschweren Sie das günstige Zehnerpack, ne? Dann können Sie entsprechend. Nein, Scherz beiseite, Sie wissen, was ich meine. Je größer die Wohnung, je größer das Haus, desto mehr brauchen Sie. Also pro 100 Quadratmeter ein Mountain of Hope. Oder pro Eingang dann halt. Oder pro Eingang einer, genau. Wir haben ja auch Selbstständige, ein Autohaus zum Beispiel, wo er auch steht. Dann braucht man natürlich dementsprechend mehr. Das ist, finde ich, auch total faszinierend. Da haben wir in der letzten Sendung auch nur so am Rande drüber gesprochen. Du hast gesagt, Daniel, dass auch gerade die Selbstständigen in ihren Geschäftsräumen das aufbauen. Was mag denn da der Hintergedanke sein? Ja, ganz einfach. Du musst dir vorstellen, es ist ein zweifacher Schutz eigentlich. Einmal kommt das Personal hinein. Das Personal hat vielleicht, was weiß ich, die Angestellte hat ein Problem mit ihrem Partner. Dann kommt die schon genervt zur Arbeit hinein, hat diese negativen Energien dabei. Dann kommt der Kunde. Der Kunde ist auch unter Zeitdruck. Und dann kommt der genervte Kunde und die genervte Mitarbeiterin. Das kann ja nur noch explodieren. Das gibt ja kein gutes Ende. Aber wenn auf der Arbeit der Berg der Hoffnung ist und der Kunde wird gereinigt, die Mitarbeiter wird gereinigt, dann haben wir einfach ein harmonisches Beisammensein. Dann kommt der geklärte Kunde auf den geklärten Mitarbeiter und es gibt einfach Service. Ja? Und wo gutes Klima ist, arbeiten die Leute gerne. Wo gutes Klima ist, kaufen die Kunden auch lieber ein. Also es ist auf alle Fälle ein Benefit. Absolut. Sie können nur gewinnen. Ich wünsche Ihnen so sehr, dass Sie bald profitieren können von der ganzen positiven Energie, die Daniel Kreibich mit seiner spirituellen Arbeit in den Mountain of Hope
hineingechannelt hat, förmlich. Ja, ich wünsche Ihnen das so sehr. Ich weiß, es ist ein nicht ganz so leichter Schritt, jetzt und zu sagen. Und die Bestellannahme explodiert. Das sehen wir gerade wieder. Es gibt Wartezeiten. Bitte nicht auflegen. Übrigens, der kommt zu Ihnen nach Hause ohne Fingertaps. Da wollte ich bloß mal sagen. Also, nur weil Sie, nicht, dass Sie denken, jetzt hier, ich habe den gesehen. Kann sein, dass da vielleicht auch, also wir hatten das schon mal, weil kein Witz, wir hatten wirklich eine Beschwerde. Da meinte eine Kundin, sie hat etwas bekommen, was jemand zurückgeschickt hat. Nee, es war dann mein Fingerabdruck. Weil du es ja selber auch noch genau. Merken Sie was, der Daniel, der hat so viel Liebe mit seinen Produkten und die sind auch handverlesen, muss man auch sagen. Es ist ja auch die Energiearbeit. Also weil ich energetisiere ihn ja. Du hast sie auch schön. Das heißt, ich habe jeden auch in meiner Hand. Das ist die richtig, werden zwar ja, dann genau. poliert, aber wenn dann Fingerabdruck wirklich ganz drauf sein sollte, dann ist es von mir. Also dann bitte nicht wegwischen, weil da haben Sie was ganz Besonderes. Dann haben Sie einen individuell gekennzeichneten Mount No-Fo mit Daniel Greif. Ja. Das, also wollte ich Ihnen bloß sagen, damit Sie auch Bescheid wissen. Na gut, muss man doch mal ganz kurz erklären, auch bei dem Preis. Ne? So 179 Euro, wie gesagt, die DK8888. Wir haben eine Warteschleife. Viele bestellen jetzt, viele freuen sich, dass er wieder vorrätig ist nach über 4 Jahren der Wartezeit. Einige haben ja schon nicht mehr damit gerechnet, lieber Daniel, dass er jemals wieder kommt, weil 4 Jahre ist halt doch schon sehr, sehr lang. Deswegen wurden ja auch bei diesem Online-Aktionshaus derartige Preise auch erzielt, was Wahnsinn ist, ne? Ja. Da kann man jetzt 3 Stück kaufen für. Ist vielleicht eine Geldanlage jetzt zu sagen, sich einstellen. Wenn es dann wieder nicht ist, er irgendwann nicht mehr verfügbar, dann können wir es wieder einstellen. Nee, aber dafür ist er ja nicht gemacht. Nee, das ist ein absolutes Sammler- und Liebhaberstück. Und wie gesagt, die spirituelle Wirkung, die ist priceless. Ja? Also da gibt es wirklich, das kann man gar nicht mit Geld bezahlen. Zurück zum Thema. Wenn wir also in eine neue Mietwohnung oder so einziehen, was machen wir am besten? Wie arbeiten wir mit dem Mountain of Hope? Sollten wir erstmal von Raum zu Raum gehen, um einmal so ein Grundclearing zu betreiben? Müssen wir nicht machen. Es reicht einfach schon, wenn man ihn einfach in der Mitte der Wohnung aufstellt und einen Tag wirken lässt und dann an die Haustür stellt. Aha, also erst ausgehend von der Mitte oder von dem zentralsten Raum der Wohnung sozusagen, würde er im Umkreis von 100 Quadratmetern, sagen wir mal, seine Clearing-Arbeit absolvieren. Genau. Das braucht einen Tag ungefähr. Warum braucht das einen Tag, aber beim Reingehen durch die Eingangstür? Dass man wirklich 100%, also ich sage jetzt mal so, dass er wirklich diese 100 Quadratmeter hat. Du musst dir vorstellen, beim Eingangsbereich haben wir ja nicht viele Quadratmeter. Stimmt, das ist ja alles sehr eng. Das heißt, wir kommen es ist ja nah sehr dran. Kompakt, wenn ich jetzt hier durchgehe. Oder auch wenn ich ihn jetzt hier so anfasse, ist die Energie ja wahnsinnig stark. Also die ist jetzt hier stärker als da, wo ich jetzt sitze. Ja? Also ich, von mir ist es jetzt schon weiter weg als bei dir. Du bist ganz nah dran jetzt. Ich lasse ihn gar nicht mehr los, merkst du schon, ne? Ja, ist auch richtig so. Sie können den auch anfassen. Sie werden sich übrigens nicht dran schneiden oder verletzen, auch wenn er Facetten hat. Die sind abgemildert, abgerundet möchte ich nicht sagen, aber abgemildert so, ne? Also die sind nicht so ganz messerscharf, sondern die sind so richtig handschmeichelnd, angenehm. Und man merkt wirklich die Energie. Also die Energie geht durch das ganze Skulptur, liebe Zuschauer. Sie müssen es wirklich mal zu Hause auch fühlen. Lassen Sie das einfach mal auf sich auch wirken. Wow, er sieht auch super aus. Also es ist wirklich ein Hingucker, es ist eine Aufwertung für jede Wohnung. Er funktioniert aber auch, wenn Sie ihn verstecken wollen, haben wir gelernt. Also wenn Sie nicht wollen, dass er gesehen wird, dann stellen Sie ihn in eine Vitrine, wo er nicht gesehen wird, oder in eine Box. Würde er funktionieren auch in einem Safe? Oder ist das zu hart? Wenn das in der Nähe der Eingangstüre noch ist, ja. Also geht die Kraft durch die Panzerwände des Safes durch? Ja. Wow. Aber wie gesagt, dann sollte er wirklich nah an der Tür sein. Okay. Aber Safes sind ja meistens im Keller oder was weiß ich irgendwo. Dann macht es wenig Sinn. Ne? Mhm. Deswegen suchen Sie einen richtigen Ort aus. Also das mit dem Safe war jetzt auch nicht eine Empfehlung von meiner Seite, sondern nur eine neugierige Nachfrage. Suchen Sie einen geeigneten Platz aus, direkt an der Tür. Ich würde ihn sogar optisch aufbauen, dass man ihn schön sehen kann. Er ist ja farblich neutral. Also der muss sich wirklich nicht verstecken. Wirklich das nicht. Ist ein absoluter Hingucker und es ist ein absolutes Designobjekt. Und schauen Sie sich das mal an. Jetzt ist natürlich da meine Fingerdaps da drauf. Aber gucken Sie sich das mal an. Der ist ein absoluter Traum. Der ist in echt noch viel schöner, als wie das jetzt übers Fernsehen überhaupt rüberkommen kann. Ja, und wie kommt der denn nach Hause eigentlich? Wie kommt der verpackt? Der kommt auch, wie Sie es von mir gewohnt sind, in einer wunderschönen weißen Geschenkverpackung. Also wenn das jetzt ein Geschenk sein sollte,
Dann kann man rote Schleifen machen, verschenken. Direkt so weitergeben. Und was für eine tolle Geschenkidee ist das bitte? Wie oft haben Sie sich schon Gedanken gemacht, ah, ich muss dem oder der wieder was schenken? Die hat doch schon alles. Den hat ja. sie nicht. Also sie hat ihn vor vier Jahren gekauft. Was machen wir? Was schenken wir? Was schenken wir? Das ist wirklich eine tolle Geschenkidee für viele Anlässe. Und der oder die Beschenkte wird sich vielleicht am Anfang erstmal nur über die Optik freuen. Wird erst sagen, ach ja, das ist ja schön, ne? Aber was dann im Nachgang alles passiert. Wenn man das Booklet liest, man ist das, also das liest sich so spannend wie ein Krimi, was der alles kann. Ja, also das Booklet kommt zu Ihnen nach Hause, Sie können das lesen, auch auf der Rückseite, ich zeige Ihnen das, auf der Rückseite haben wir auch nochmal was. Das ist jetzt so kleingedruckt, dass ich es Ihnen jetzt gerade mal nicht mehr vorlese, sondern das gucken Sie sich dann mal zu Hause an. Und ich höre gerade von der Regie, dass wir eine große Warteschleife haben. Liebe Zuschauer, legen Sie bitte nicht auf, das ist ganz wichtig, nicht auflegen. Und Sie können bis 24 Uhr auch bestellen. Das heißt, wenn die Sendung jetzt dann vorbei ist, Sie können weiterhin anrufen, aber bleiben Sie bitte dran, selbst wenn Sie jetzt 5 oder 10 Minuten warten müssen. Unsere Leitungen explodieren gerade. Das war aber zu erwarten, Daniel. Ja. Das war wieder zu erwarten. Wie gesagt, 4 Jahre lang war die Dürrephase sozusagen, wo es keinen Mountain of Hope gab. Ja. Und wie heißt es immer so schön? Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, dann kommt der Berg einfach zum Propheten. Der Prophet sind jetzt Sie in dem Fall und der Berg kommt zu Ihnen. Aber er tut das nur, wenn Sie jetzt anrufen oder in der Leitung bleiben. Genau, bitte alle, nicht auflegen, egal, Sie zahlen für den Anruf keinen einzigen Cent. Wir bezahlen die Telefonkosten für Sie. Bleiben Sie einfach dran, warten Sie, bis jemand an der Bestellername frei wird und Ihre Bestellung aufnehmen kann. Weil, wie gesagt, hier ist wirklich die Gefahr groß, dass die Menschen sonst wieder leer ausgehen. Ist der denn so gut verpackt, dass er auch unbeschädigt zu Hause ankommt? Also kann da nicht irgendwie was passieren, dass er irgendwie gebrochen ist oder so? Du, der ist ja massiv. Das ist ja nicht innen hohl. Also der ist schwer. Der ist richtig schwer, ja. Das ist fast eine Hantel, du. Ja. Sollte irgendwann mal irgendwas mit ihm passieren, er sollte runterfallen, fällt auf den harten Boden und er zerbricht oder es wird eine Ecke abgebrochen, funktioniert er dann noch oder nicht mehr? Also wenn eine Ecke abgebrochen sein sollte, funktioniert er schon. Aber wenn er natürlich total zerbrochen ist, dann nicht. Aber ich sag dir eins, der ist so massiv. Also ich nehme das ganze Studio schon auseinander, dann merkst bitte du nicht, das. Bitte nicht. Also, brauchen wir noch. Der hat auf alle Fälle kein Verfallsdatum in dem Sinne. Ne? Ja, zerbrechlich. Zerbrechlich ist er sowieso nicht. Nee, meine Frage zielt mehr darauf ab, eben, wie es mit der spirituellen Macht aussieht, ob die dann beschädigt wird dadurch, dass das Äußere hier beschädigt wird. Ne? Ja, also, lieber Christian, was du bitte nicht machst, ist ihn jetzt aus dem 20. Stock vom Penthouse herunterzuschmeißen. Ja. Das machst du bitte nicht, ja, weil dann geht er schon kaputt. Ja. Aber wenn er jetzt einen Meter runterfällt auf den Teppich, passiert da überhaupt nichts. Toll. Also, gucken Sie mal, wie schön der ist. Wenn Sie den drehen, sehen Sie die Facetten? Sehen Sie das Spiel der Facetten? Sehen Sie das Licht? Und so wie das Licht sich bricht und die unterschiedlichsten Dinge zu sehen sind, so strahlt auch die Energie von innen heraus. Das ist unglaublich. Das ist so luxuriös. Das ist so spirituell. Das ist einmalig, Daniel. Das ist wirklich einmalig. Genau, und auch hier muss ich noch mal was dazu sagen. Sie bekommen hier Handarbeit. Ich muss Ihnen jetzt eins sagen, alleine so ein Berg der Hoffnung hier herzustellen, also das ist wirklich eine Kunst und das braucht einige Stunden, bis dieser Berg der Hoffnung so ist, wie er ist. Ja? Und wenn da ein Schliff verkehrt ist, dann muss er weg. Ja, dann können wir nicht verkaufen. Das ist ja übrigens so auch wie bei Diamanten, wenn die geschliffen werden. Da gibt es ja auch einen Diamantschleifer, der seinen Job wirklich lange und ausführlich gelernt hat. Und überlegen Sie mal, der hat ja nicht viele Chancen. Der kriegt so einen kleinen Rohling und soll jetzt zum Beispiel einen Brillanten schleifen. Genau so ist es hier. Da ist ja genau festgelegt, wie viele Facetten, in welchem Winkel und wo die angeordnet sind. Und das muss alles stimmen. Und wenn der sich verschleift... Deswegen guckt er das an. Die sind beide wirklich identisch, obwohl es Handarbeit ist. Wahnsinn. Also da ist nichts maschinell. Da ist hochwertige Handwerkskunst. Keine Automatik. Menschenhand geschaffen. Bitte entschuldigen Sie die kurze Wartezeit in der Bestellannahme. Das müssen wir noch mal deutlich sagen. Sie haben guten Geschmack bewiesen. Sie haben ein gutes Urteilsvermögen bewiesen. All die, die Sie jetzt am Telefon oder in der Warteschleife sind, bitte nicht auflegen. Ihr Anruf ist gebührenfrei. Sie haben jetzt über 4 Jahre lang gewartet auf den Mountain of Hope. Heute hat das Warten ein Ende. Und wenn es jetzt noch mal eine Minute länger dauert, ich hoffe, die haben Sie auch also noch eine dabei, Kundin hat heute zu mir gesagt,
Daniel, wir sind ausgehungert. Wir haben Appetit auf dem Berg der Hoffnung. Ja, und liebe Zuschauer, jetzt nach 4 Jahren ist er endlich da zum Greifen nahe, liebe Zuschauer. Alles, was Sie tun müssen, ist jetzt zum Telefon zu laufen und zu sagen, ja, ich hole mir meinen Mountain of Hope. Der Mountain of Hope, der im Grunde das kann, was auch der Bodyguard drin kann, nur in großer Dimension und sozusagen und schneller. Es ist ja auch einfach viel mehr Ware da, ja? Genau. Also es ist auch mehr Energiespeicher dann, ne? Es gibt kein spirituelles Produkt für die Haustüre, die so funktioniert, wie dieses funktioniert. Es ist einzigartig. Ich kenne überhaupt kein vergleichbares Produkt. Nee, ich auch nicht. Absolut. Ich überlege jetzt mal ganz kurz. Nee. Also so etwas wie der Mountain of Hope, den Sie neben Ihrer Haustüre aufbauen und der beim Betreten Ihrer Wohnung den Betreter oder die Betretene cleart, das habe ich noch nie gesehen oder gehört. Und das muss ja wirklich dann so viel spirituelle Energie haben, dass auch wirklich dieser Sekundenbruchteil, sage ich mal, den es ja dauert, wenn man eine Wohnung betritt, dass dann sofort gleich diese Wirkung sich entfaltet. Das ist eine absolute Sensation. Ich kenne nichts Vergleichbares, liebe Zuschauer. Und wie gesagt, der Hype kannte kein Ende. Ich meine, 4 Jahre. Wer wartet 4 Jahre und schreibt nach 4 Jahren, wann kommt der wieder? Wann gibt es den Berg der Hoffnung wieder? Ich meine, da muss ja was dahinter sein. Wie oft haben Sie sich denn schon geärgert, dass Sie oder Ihr Mann oder Ihre Frau oder Ihr Kind nach Hause gekommen ist und den ganzen Frust und die ganze Sorge und den Ärger des Alltags, des Berufsalltags, der Schule, des Studiums mit nach Hause gebracht haben? Wie oft haben Sie sich schon geärgert? Mann, müssen die jetzt zu Hause alles abladen, was sie den ganzen Berufsalltag überleben mussten? Und dann fallen so Sätze wie, du bist jetzt zu Hause, du bist jetzt nicht mehr auf der Arbeit, jetzt entspann dich mal. Und dann sagt er, ich kann mich nicht entspannen, die sind bei mir zu Hause auf der Arbeit alle schrecklich, die wollen Dinge von mir, die ich nicht machen kann, die drehen alle durch, die Chefs sind alle wahnsinnig, ja, so, die Mitarbeiter, die Kunden, die nerven mich. Diese ganzen negativen Energien, die bringen doch nichts. Aber die abzulegen ist nicht so einfach oftmals. Nein. Da brauchen wir spirituelle Hilfe. Da brauchen wir etwas, was unsere spirituelle Blockade in dem Fall auflöst. Und was eine Klientin auch zu mir gesagt hat, der Berg der Hoffnung hat ihre Ehe gerettet. Das kann ich mir das vorstellen. Ich kann mir das vorstellen. Der Berg der Hoffnung hat ihre Ehe gerettet. Ja. Und da, wenn wir nochmal auf das Bild schauen, dieser Mann war im Büro, höhere Angestelltenposition, immer Ärger mit anderen Mitarbeitern, Ärger mit den Zahlen, das muss er erreichen. Und er kam wirklich immer gestresst, wütend, voller Hass nach Hause. Und wenn der Ehemann so durch die Türe geht, das ist, ich sag mal schon mal, keine Garantie, dass es kein schöner Abend wird. Da kann die Frau sich bemühen, da kann die Frau ein schönes Abendessen machen, es wird nicht wertgeschätzt. Verstehst du, was ich meine? Absolut. Und wenn aber der Berg der Hoffnung da ist, dann geht er anders durch die Tür. Dann wird er gereinigt vor dem Stress, vor dem Wut, aber es ist doch auch klar, Daniel, es ist doch logisch. Wenn wir diese ganzen negativen Knoten in uns aufgelöst haben, dann haben wir doch erst wieder die Kapazität, um uns auch um die schönen Dinge zu kümmern, die wir zu Hause sehen. Also eben, dann fällt uns erstmal auf die neue Frisur der Gattin. Ach, schön siehst du aus. Oder, guck mal, hast du umdekoriert, das sieht schön aus hier. Oder, ach, heute hast du aber was Leckeres für mich gekocht. Das ist ja wirklich super. Danke dir. Ja? So, dann haben wir wieder Du hast es gerade gesagt, die Aufmerksamkeit kommt wieder zurück. Genau. Und damit die Höflichkeit und damit der Frieden im Haus. Ja? Und das ist es ja, was sich viele so sehr wünschen, weil es ihnen abhanden gekommen ist im Laufe der Zeit. Ist doch kein Wunder. Unsere Zeit wird ja immer hektischer, es wird immer stressiger. Es wird auch immer mehr gefordert. Es muss immer mehr geleistet werden. Ja? Und viele Menschen sind gar nicht mehr in der Lage, das alles zu erfüllen. Und kommen dann so nach Hause. Sie müssen jetzt entscheiden, wie soll Ihr Partner nach Hause kommen? Soll er so nach Hause kommen oder soll er so nach Hause kommen, liebe Zuschauer? Was ist Ihnen lieber? Diese Tür oder diese Tür? Hier haben wir den Berg der Hoffnung. Sie haben jetzt die Wahl. Sie haben jetzt die Macht zu entscheiden, wie soll Ihre Wohnungstür ausschauen? Wie sollen die Personen hineinkommen? Egal, ob das die Frau, der Mann, die Kinder sind, die Freunde sind, die Gäste sind. Wie sollen die reinkommen? So oder so? Hast du eigentlich schon mal
Tiere beobachtet, wie die reagieren auf den Mountain of Hope? Katzen, weil Tiere sind ja sehr empfänglich für sowas. Katzen sind sehr feinfühlige Wesen, ja. Und Katzen, die suchen die Aufmerksamkeit, die Nähe des Berges. Die gehen da wirklich hin, streifen da mit dem Schwanz vorbei, schlafen um den herum. Also sowas ist mir schon ganz oft berichtet worden. Mhm. Oder zum Beispiel auch eine Kundin. Da war es so, dass halt eine Freunde gekommen sind. Wenn die gekommen sind, sind die Katzen weggelaufen. Die haben sich versteckt. Warum? Die sind ganz wuschig geworden. Warum? Weil einfach diese Freundin eine negative Energie mitgebracht hat. Und das haben die Katzen gespürt? Genau, und dann sind die Katzen geflüchtet. Aha. Weil Katzen sind sehr, sehr feinfühlig. Ja? Mhm. Und dann hat sie aber den Berg der Hoffnung irgendwann gekauft. Und dann kam diese Freundin wieder. Und die Katzen sind ganz ruhig erleben geblieben. Hat sich nichts verändert. Das ist eigentlich ein schöner Indikator für die Wirksamkeit unseres Mountain of Hope. Dass diese Person tatsächlich, diese Freundin, wirklich durch diese energetische Waschstraße ging und gereinigt worden ist. Das heißt, ich muss als Benutzer noch nicht mal unbedingt dran glauben. Nein. Das funktioniert auch, wenn ich nicht dran glaube. Es ist ja die Energie, die arbeitet, nicht deine Psyche. Das ist ja kein, wie sagt man das, Placebo-Effekt, sondern es ist die Energie, die an uns arbeitet und wir müssen daran nicht glauben. Was meinst du, wie viele Kunden ich habe, die sind überhaupt nicht spirituell, die glauben an sowas gar nicht. Mhm. Die bestellen, was funktioniert. Mhm. Da haben sie aber einmal was Richtiges gemacht, indem sie gesagt haben, ich bin sonst kein spiritueller Mensch, aber das probiere ich jetzt mal aus. Da rufe ich jetzt an bei AstroTV. Also ich hab Kunden, das sind Ärzte, das sind Rechtsanwälte, Richter, die würden das nie zugeben, dass sie spirituell sind oder sind auch überhaupt nicht spirituell. Aber haben so etwas zu Hause? Sie sind es, glaube ich, schon. Sie sind schon spirituell, aber sie wissen es nicht und sie geben es nicht wirklich zu, wenn sie es wissen. Also das ist ja oft so eine Sache, die man unterscheiden muss. Ne? Wie handhaben Sie es zu Hause? Sind Sie ein sehr spiritueller Mensch oder eine spirituelle Familie? Oder haben Sie mit sowas eigentlich weniger zu tun? Wenn Sie damit eigentlich weniger zu tun haben, freue ich mich doppelt und dreifach, dass Sie gerade AstroTV eingeschaltet haben und dass Sie bei uns geblieben sind und uns vielleicht zuhören schon seit ein paar Minuten und an unseren Lippen hängen. Ich finde das unheimlich spannend, was Daniel Kreibich uns erzählt. Aber er erzählt halt auch sehr viel aus jahrelanger Erfahrung, muss man sagen. Er ist Hellseher und spiritueller Arbeiter. Du bist Miracle Worker auch. Ja? Und Life Coach, ja. Und Life Coach, das heißt, du hast ganz viel mit Menschen zu tun. Du kennst die ganzen unterschiedlichen Problematiken, die es gibt. Ich kenne die Probleme von Menschen wie du und ich. Ja. Ich kenne die Probleme von reichen Menschen. Ich kenne die Probleme von wirklich Filmstars und Schauspielern und Politikern. Und im Endeffekt, egal. Ja, alle haben irgendwo dieselben Probleme und Sorgen. Ja. Und deswegen gibt es diese spirituellen Produkte jetzt wirklich zu erschwinglichen Preisen, weil es soll ja nicht nur die Elite davon profitieren, sondern auch Menschen wie du und ich zum Beispiel. Und Sie können davon profitieren. Ich bitte Sie nur einfach, jetzt ans Telefon zu gehen und falls Sie es schon getan haben, bloß nicht aufzulegen, weil es gibt immer noch eine Warteschlange. Also die Nachfrage war eben sehr groß und ist nach wie vor sehr groß. Tut mir leid. Nach unserem Mountain of Hope für 179 Euro bekommen Sie den mit der Artikelnummer DK8888. Auch eine super Artikelnummer übrigens, ne, für den Mountain of Hope. Genau.
Wahnsinn, was da los ist in der Bestellannahme. Also wir haben eben noch eine Rücksprache gehalten, auch mit unserem Callcenter. Also da ist richtig was los. Deswegen nochmal unsere Bitte an Sie, bloß nicht auflegen. Nee. Ich weiß, Sie müssen warten. Weil dann musst du ja noch länger warten. Ja, genau. Dranbleiben. Oder ich möchte Sie auch nicht abschrecken, da jetzt noch anzurufen, auch wenn es eine Wartezeit gibt. Unbedingt anrufen. Der Anruf ist gebührenfrei. Sie können bis 24 Uhr, also bis Mitternacht noch bestellen. Es ist einfach unkompliziert, auch wenn Sie jetzt ein bisschen warten müssen. Hören Sie uns einfach zu, legen Sie einen Hörer daneben. Wenn man 4 Jahre lang danach sich gesehnt hat, die 5 oder die 10 Minuten, die was man jetzt am Telefon noch warten muss, hat man auch. Die hat man dann noch. Genau. So, das ist der Mountain of Hope, den wir Ihnen heute hier präsentieren. Wir sind ganz stolz darauf, dass Daniel ihn endlich wieder mit dabei hat. Wie gesagt, 4 Jahre nicht mehr gezeigt worden. 4 Jahre war er überhaupt nicht verfügbar. Das führte auch dazu, dass die Schwarzmarktpreise richtig angestiegen sind. Daniel hat eine Geschichte erzählt. Ja. Im Online-Auktionshaus hat jemand für 600 Euro, glaube ich, angeboten. 55 war das, ja. So, also gut, müssen Sie alles nicht bezahlen. Wir haben einen ganz offiziellen Preis von 179 Euro. Und dann kommt der Mountain of Hope zu Ihnen mit der DK 8888. Nochmal ganz kurz zusammengefasst. Was mache ich mit dem Mountain of Hope, wenn er nach Hause kommt? Wo stelle ich ihn hin und was habe ich dann davon? Also das ist das erste spirituelle Produkt für die Haustüre, liebe Zuschauer. Und durch Ihre Haustüre kommen Menschen. Das heißt, Sie kommen dadurch, Ihre Kinder kommen dadurch, Ihr Partner kommt dadurch, Ihre Freunde kommen durch die Haustüre, wenn sie besucht werden. Und es ist einfach so, liebe Zuschauer, diese Menschen bringen Fremdenergien dort hinein, in den wichtigsten Ort, in ihr Zuhause, wo sie sich erholen sollen, wo sie Ruhe finden sollen, wo sie sich energetisch aufladen sollen. Und wenn diese negativen Energien da sind, dann kommen sie nicht zur Ruhe. Das ist ja logisch. Und deswegen gibt es das erste spirituelle Produkt, den Mountain of Hope. Und den stellen Sie neben Ihre Haustüre, von der Wohnung, von Ihrem Haus hinein. Und alle Personen, die durch diese Tür gehen, werden automatisch gereinigt, geklärt vor negativen Energien, vor Stress, vor Wut, vor negativen Implantaten und kommen gereinigt in Ihr Wichtigstes, in Ihr Zuhause hinein. Gehen Sie dann auch wieder gereinigt raus? Ja, klar. Das heißt, tun wir ihnen eine Wohltat an, richtig, sozusagen, den fremden Besuchern. Genau. Ne? Aber wenn die dann rausgehen und wieder nicht mehr in unserem geschützten Bereich sind, dann kann es natürlich passieren, dass sie wieder mit negativer Energie dann beseelt werden. Aber ne? Da wäre halt dann der Bodyguard wichtig. Ne? Der Bodyguard-Ring, ich trage ihn noch, aber Sie vielleicht nicht, weil Sie noch keinen haben. Schauen Sie mal. Ich trage ihn immer noch, wenn Sie den auch noch haben wollen. Kein Problem, einfach anrufen und bestellen. Wie gesagt, bis 24 Uhr können Sie alle Produkte, die wir vorrätig haben, bestellen. Und die kommen dann auch innerhalb kürzester Zeit zu Ihnen nach Hause. Ja, wir haben gesagt, bis zu 100 Quadratmeter darf die Wohnung groß sein. Das ist richtig schwer. Darf ich ihn noch 2,2. Mal? 2,2 Kilo. Lass ihn nicht fangen. Nee, er ist schwer. Also das ist für meiner. Habe ich aus dem Hotelzimmer mitgenommen. Ja, gut, kriegst ihn ja wieder. Ja, bitte. So, also der ist richtig schön massiv, richtig schwer. Wie gesagt, innen drin, das ist komplett alles mit Glas. Da ist nichts hohl. Das ist nicht hohl, sondern das ist komplett massiv aus Glas. Und wir dürfen telefonieren. Oh, ich freue mich total. Am Telefon ist Karin. Hallo Karin, willkommen hier bei Astro TV. Hallo Karin. Hallo. Ja. Seien Sie mutig, sprechen Sie laut, dann hören wir es ja auch. Hallo? Ja. Guten Tag, hier ist die Karin. Ich weiß, ich habe Sie ja gerade begrüßt. Hallo Karin. Schön, dass Sie uns anrufen. Kennen Sie schon den Mountain of Hope? Ich möchte mich gern bei Herrn Greibig bedanken, recht herzlich. Denn ich bin so glücklich, dass ich jetzt nach 4 Jahren Wartezeit endlich zum Zug gekommen bin, den Berg der Hoffnung bestellen zu dürfen. Danke, Herr Greibig. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ich habe heute 3 bestellt, wollte ich Ihnen bloß sagen. Wow. 3 Stück? Ja, 3 Super. Stück. Einen für meine Mutter und 2 für mich. Super. Also Karin, ich sage Ihnen eins, wenn Sie 4 Jahre drauf gewartet haben, Sie werden das nicht bereuen. Der ist wirklich Wahnsinn. Und wie gesagt, der Hype kennt kein Ende. Unsere Bestellannahme explodiert gerade. Sie werden den Berg der Hoffnung wirklich abgöttisch lieben. Danke. Ich hoffe, dass es alles so geht, wie ich mich schon freue drauf auf alles. Wird es. Ich habe jetzt so lange gewartet drauf, dass es endlich
ein Ende der Wartezeit. Ja, das ist das, was Daniel auch die ganze Zeit schon gesagt hat. Also wirklich, ich freue mich total für Sie, Karin, dass Sie heute das kriegen konnten nach so langer Wartezeit. Und die Wartezeit hat jetzt ein Ende. Ja, Sie haben es bestellt, es kommt zu Ihnen nach Hause und Sie haben sich auch gleich gut eingedeckt für die ganze Familie. Das ist wunderbar. Genau. Also dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn Sie in einer der nächsten Sendungen uns nochmal anrufen, wenn Sie den dann schon zu Hause haben und uns berichten, was sich denn verändert hat bei Ihnen, seitdem Sie den Mountain of Hope zu Hause haben. Ja? Das mache ich gerne. Das wäre wunderschön. Dann vielen Dank für den Anruf und für die Bestellung, Karin, und eine wunderschöne Zeit für Sie. Dankeschön. Danke, Karin. Tschüss. Ciao. Das sind sie, die 4 Jahre darauf gewartet haben. Und das ist der Grund, warum unsere Bestellername explodiert. Und sie hat es richtig gemacht. Ne? Sie war dann am Telefon und hat gesagt, jetzt bin ich dran, jetzt kann ich bestellen. Er ist jetzt vorrätig, jetzt schlage ich zu. Ja. Richtig. Was hat sie gesagt? Für ihre Mutter? Und 2 für sich. Und 2 für sich, genau so war es. Warum auch immer. Wahrscheinlich weil sie eine große Wohnung hat. Ja, oder so, ja. Also machen Sie es auch wie Karin, machen Sie es richtig. Auf jeden Fall, einer sollte an der Haustüre stehen. Also ich meine, wenn jetzt jeder, der uns in Deutschland zuguckt, einen bestellt, dann hast du ein Problem. Weil so dann habe ich ein Riesenproblem. Weil so viele hast du gar nicht, ne? muss man auch dazu sagen. Du hast schon viele, aber nicht so viele. Ich meine, in der Bestellannahme müssen halt dann sagen, ist ausverkauft, wenn es keine mehr gibt. Mhm. Ja, aber wie gesagt, noch haben wir welche da. Und wenn Sie jetzt warten, bitte bleiben Sie dran. Wir können wirklich nur einen nach dem anderen abarbeiten. Das heißt, Sie müssen wirklich warten, bis ein Mitarbeiter frei wird und Ihre Bestellung annehmen kann. Daniel, wir sind noch lange nicht begrenzt oder ausverkauft, aber irgendwann wird das passieren. Klar. Aber was vorprogrammiert ist denn, wenn der letzte Mountain of Hope wirklich bestellt worden ist und ausverkauft ist? Was kommt dann? Dann haben wir ein Problem. Kommt der nochmal nach? Das kann ich nicht versprechen. Mhm. Und zu dem Preis, nein. Nicht möglich. Mhm. Das habe ich jetzt wirklich nur gemacht, weil ich selber ja einen größeren Gewinn hatte, wie du weißt. Ja? Und dann wollte ich meinen Kunden etwas zurückgeben, dass wir diesen Preis nochmal möglich machen konnten. Ja. Also, Sie haben es gehört. Wenn er weg ist, ist er erstmal weg. Ja. Und wenn er überhaupt nochmal wiederkommt, nicht zu dem Preis. Dann garantiert nicht zu diesem Preis. Es ist impossible. Keine Chance. Ja. Deswegen, ich freue mich für alle, die jetzt zuschauen. Ich freue mich für alle, die jetzt mit dabei sind. Das ist der Mountain of Hope. Sie bekommen einen ganz großen, 24 Zentimeter hohen Mountain of Hope, also Berg der Hoffnung, aus massivem Kristallglas. Hochwertigste Handarbeit, hochwertigst gefertigt, steht auf einem schwarzen Glassockel, aber der ist eine Einheit mit dem restlichen Mountain of Hope. Also es sind jetzt nicht etwa 2 Teile, die aufeinander gesetzt sind. Ne? Sondern es ist eigentlich, ich erkläre dir das mal, wie das hergestellt wird. Das wird gegossen erst einmal und es ist praktisch aus einem Guss sozusagen. Und dann wird facettiert. Genau, und dann wird der praktisch in Form gebracht und das ist alles Handarbeit. Nur das Gießen ist maschinell. Ja. Und das, dieser Schliff, diese Form, das ist alles Handarbeit. Ja, und dann kommt die zweite Handarbeit, nämlich deine Handarbeit, die spirituelle Energie da reinzubringen. Genau. Weil vorher ist es einfach ein Stück Glas. Kristallglas. Genau. Aber dann bringst du natürlich diese spirituelle Energie rein. Genau. Und das ist ja das, was den Mountain of Hope überhaupt erst so wertvoll macht. Ja, das stimmt. Sie kriegen ein Booklet mit dazu, das ist dieses kleine Heftchen, das Sie mir hier auch aufgebaut haben, was Ihnen nochmal erklärt, wofür er gut ist, wie er funktioniert. Da steht alles, was Sie wissen müssen drin und noch mehr. Sie haben eine wunderbare Deluxe-Geschenkverpackung. Leider haben wir keine hier, sonst hätte es ja auch gezeigt, aber wir haben gerade leider wirklich keine hier. Ich habe meine im Hotel. Sie dürfen es mir glauben, ich hätte es Ihnen gerne gezeigt, aber ist egal. Die Überraschung ist dafür umso größer. Auch wenn wir es Ihnen jetzt nicht gezeigt haben in der Sendung, Sie werden den ja, wenn Sie ihn jetzt bestellen, nach Hause bekommen. Sie werden die Aber meine Kunden, öffnen. Die schon Produkte haben von mir, die wissen, das ist eine wunderschöne weiße Geschenkbox, wo er wirklich auch sicher drin liegt und von uns zu Ihnen nach Hause geschickt wird, liebe Zuschauer. Also das heißt, Sie brauchen da keine Angst haben. Der kommt wirklich 100% heil an. Und wenn Sie mal verreisen, dann auch in der weißen Geschenkbox hineintun, dann können Sie ihn so wie ich zum Beispiel mit ins Hotel nehmen. Was sagt denn da eigentlich die Putzfrau oder so, wenn du den im Hotel stehen hast? Hast du da schon mal Feedback bekommen? Sagen die was dazu? Fragen die nach? Was haben sie denn da stehen? Also ich habe mal in einem Hotel, da war ich im Zimmer und da kam die Putzfrau rein. Und dann meinte sie, was ist denn das? Ja.
Das ist ein Pokal? Ja, ja, genau. Das sag ich, ja, das ist ein Pokal. Und das war jetzt kompliziert, das zu erklären. Genau. Ich gebe es zusammen. Ja, im Grunde ist es ja auch ein Pokal. Ne? Es ist der Pokal, der dafür sorgt, dass Sie zu Hause sicher sind, ein glückliches und beseeltes Zuhause haben. Alle negativen Energien müssen draußen bleiben. Das ist auch wie so ein Bodyguard. Der steht da und sagt zu den negativen Energien, so wie in der Diskothek, so, du kommst hier nicht rein. Ne? Genau. So, du musst draußen bleiben. Also man kann eigentlich fast sagen, es ist eine Art energetische Alarmanlage. Das ist es so. Die passt auf uns auf, nichts Negatives kommt in unser Zuhause hinein. Und das ist ja eigentlich das, was wir einfach auch brauchen, um uns sicher, um uns wohl zu fühlen und damit wir in unserem Zuhause uns auch wirklich erholen können. Und das ist doch so wichtig, ja. Gerade in diesen Zeiten, wo alles so hektisch ist, wo wir es mit Energievampiren zu tun haben, die uns die Kraft rausrauchen. Wir haben in der Sendung ausführlich darüber gesprochen. Da ist es doch doppelt und dreifach wichtig, sich zu Hause wohlzufühlen, sich zu regenerieren. Absolut. Akku wieder auftanken zu können. Und das wird Ihnen erleichtert, wenn Sie den Mountain of Hope in der Eingangstür stehen haben. Und die Warteschlange wird nicht kleiner. Ja, deswegen bestellen Sie auch nach der Sendung. Also wenn wir jetzt gleich fertig sind, das ist jetzt gleich zu Ende mit unserer Sendung. Tun Sie uns nur eingefallen, legen Sie nicht auf, weil wenn Sie jetzt auflegen, dann geht es ja von vorne wieder. Dann rufen Sie wieder an und warten Sie wieder. Bitte nicht auflegen, bleiben Sie dran, bis die Bestellung angenommen wird. Und all diejenigen, die bisher noch nicht angerufen haben, aber jetzt anschließend noch bestellen wollen, tun Sie mir einen Gefallen, schreiben Sie sich schnell mal die Nummer auf, die da unten eingeblendet ist. Weil jetzt ist die noch eingeblendet, aber unsere Sendung ist gleich vorbei, dann kommt eine andere Sendung. Genau. Dann sehen Sie die Nummer nicht mehr, aber die Nummer brauchen Sie, aus Deutschland, anzurufen. Österreich, Schweiz, 0800 0900 170. Ja? Genau. Und nee, Deutschland nur war aus das. Aus Deutschland, Österreich und Schweiz hat 0800 090 017. Und auch diesen Sehtest hast du wieder bestanden? Ja, genau. Und dann können Sie unter dieser Nummer natürlich auch noch Stunden nach dieser Sendung anrufen. Bis Mitternacht. Bis Mitternacht, genau, ist das Callcenter besetzt und können dann auch noch bestellen. Und Daniel hat mir versichert, es ist auch genug Bestand da. Also Sie können wirklich anrufen und dann die Ware bestellen. So, wir müssen jetzt eine Rückschau machen. Okay. Und zwar eine schnelle, weil die Zeit rennt uns davon. Was hatten wir alles mit dabei? Natürlich den Mountain of Hope mit der DK8888 für 179 Euro. Nicht ausführlich gezeigt haben wir My Personal Amulett, das Basisset zum Selbstbefüllen mit den Matrix-Kristallen, die energiegeladen sind und spirituell aufgeladen sind. 139 Euro in der Deluxe-Geschenkverpackung, die DK7777. Es gibt die Photoframes of Eternity in verschiedenen Varianten. Die Erlösung hat die schwarzen Steine, 89,95 Euro, die DK60050. Die Spiritualität hat die durchsichtigen oder weißen Steine, 89,95 Euro, der Preis, die DK60049. Welche andere Farbe als rosa sollte bitte die Liebe haben? Deswegen hat sich Daniel Greibig auch für rosa entschieden. Genau. Mhm. Auch das kommt in einer Deluxe-Geschenkverpackung. Auch hier ist der Preis der gleiche, nämlich 89,95 Euro. DK60047. Ganz wichtiges Produkt, der Bodyguard of Eternity Ring, der Ring für Schutz und Befreiung. Es gibt die Ringgrößen 16 bis 22. Der Ring ist handgefertigt, besteht aus 925er Sterling-Silber rodiniert, 13 Zirkonia in Schwarz und es ist ein Unisex-Ring für Männer und für Frauen gleichermaßen geeignet. 99 Euro, der kleine Schutzpreis, DK2023. Und der Bestseller natürlich, der Secret of Money Ring. Der Ring für Reichtum und Erfolg kostet auch nur 99 Euro. Eine Million. Man muss sich das mal vorstellen, da ist eine Million eingefräst oder eingeprägt. Das ist, glaube ich, energetische Gravur. Das war das Wort. Eine energetische Gravur. Auf der Hand, ja? Und diese eine Million soll sozusagen der Grundstein für Ihre erste Million sein. Aber es muss nicht immer eine Million sein. Es können auch andere Dinge sein, die Ihnen auffallen. Nee, aber wir brauchen sie, um auf diese Frequenz zu kommen. Genau, das ist wichtig. Das ist die Millionärsfrequenz, davon hast du mir ja berichtet. Ne? Die DK2004 ist die Artikelnummer für den Secret of Money Ring. Ja, Daniel, das war wieder ein Astro TV Shop heute mit uns.
Sie. Bis bald, Ihr Daniel Greibig. Und auch ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss, bis bald. Hier bei Astro TV.